Wenn ihr noch günstige FIFA-Coins zum Team of the Season braucht, checkt mal gerne meinen Sponsor IGFold aus. Der Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch 8% sparen wollt, gebt einfach bei der Bestellung den Rabattcode FIFAGAMING ein. Außerdem könnt ihr noch gerne meinen Shop auschecken für die neuen Nice Hoodies, T-Shirts, Handyhüllen, Sweater und vieles mehr. Link ist natürlich auch wie immer oben in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es gerade zu jeder Bestellung eine gratis Autogrammkarte von mir persönlich unterschrieben dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit dem FC Liverpool. Heute geht es weiter. Ist ja in der letzten Folge so viel passiert in Sachen Transfers und da müssen wir heute natürlich weitermachen. Wir haben noch ein bisschen was ausstehen, Leute. Lasst gerne wieder ein Like da, lasst gerne wieder ein Abo da, wenn euch die heutige Folge gefällt. Ich würde mich freuen, eskaliert wieder mit den Likes und falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Danke da für eure Unterstützung. Schreibt gerne weiterhin eure Transferwünsche in die Kommentare. Wen sollen wir verkaufen, wen sollen wir noch kaufen? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ab in die Kommentare, Leute. Und wo ich gerade hier die Torjägerliste sehe, sehe ich auf Platz 1 den guten Son. Und da kam mir so die Idee, was wäre denn, wenn man Son holt? Ich habe den noch nie im Karrieremodus gehabt. Ich glaube, ich muss mal kurz schauen, aber ich glaube, der ist 25, 26, irgendwie so, ne? Oder? Ja, 25. Boah, das wäre schon nicht schlecht, ne? Und Tottenham hat ja einige Spieler gerade geholt. Von daher wären die vielleicht sogar bereit, Son abzugeben, ne? Und dann kam mir gerade die Idee. Wir haben überlegt, ja? Wir wollen noch einen neuen Mittelfeldspieler holen. Wir haben ja gerade Wijnaldum verkauft. Und dadurch haben wir jetzt wieder ein bisschen Budget. Ihr seht es hier, wir haben 80 Millionen haben wir. What? Das ist ja richtig viel. Okay, läuft bei uns. Kann man mal so machen. 80 Millionen. Und ich glaube, naja, scheiße, hätten wir jetzt den noch verkaufen. Nathaniel Klein, Atletico Madrid hat ja die Freigabesumme gezogen gehabt. Und er war ja bereit, 33 Millionen dafür zu bezahlen. Das heißt, wir hätten dann 110 Millionen gehabt. Ey, das wäre so geil gewesen. Aber irgendwie hat sich Nathaniel Klein dann nicht mit Atletico einigen können. Das war natürlich scheiße, ey. Dann bleibt er jetzt bei uns. Dann das Angebot mit Pavard würden wir jetzt klar machen können. 14 Millionen. Will ich allerdings jetzt erstmal abwarten. Weil wenn wir Klein behalten, dann können wir eigentlich da auch erstmal nochmal ein bisschen abwarten. Und dann noch ein bisschen mehr ins Mittelfeld und in die Offensive investieren. Und wie gesagt, Julian Brandt war als Option angedacht. Jetzt kam mir halt die Idee mit Son. Und Son wäre halt auch mega, den habe ich halt noch in keinem Karrieremodus, der kann halt auch, das ist das Geile, auf der Stürmerposition spielen, ja. Weil wir haben wirklich keinen Backup sozusagen hinter Firmino, ne, muss man ehrlich sagen. Problem ist nur bei Son, der will eigentlich auch Stammspieler sein, ne, und das wird halt schwer eigentlich. Da werden wir nicht wirklich großartig den als Stammspieler spielen lassen können. Und das will er natürlich eigentlich. Aber wenn wir den irgendwie als Backup holen und wirklich jedes Spiel tauschen mit Firmino, weil wenn hinterher die Dreifachbelastung kommt, brauchen wir eh zwei Stammspieler so gesehen, ja. Das ist, auf jeder Position braucht man dann eh zwei Stammspieler in der Offensive. Defensive geht noch, Mittelfeld auch, aber in der Offensive braucht man dann auf jeder Position drei Stammspieler so gesehen, weil die halt immer platt sind, wenn die Dreifachbelastung haben. Deswegen könnte das vielleicht klappen. So, wir schauen mal, vielleicht hier auch noch irgendwie, dass wir einen Spielertausch an den Start bekommen. Was mit Oxlade-Chamberlain? Der ist mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste mit 24. Ja, wir haben halt noch einen Innenverteidiger. Wir haben halt noch Martip abzugeben, den will ich eigentlich nicht mehr haben. Schauen wir mal, ob die an dem interessiert sind. Wenn ein Linker, warum wollen die alle die linken Verteidiger haben? Ey, das gibt's doch nicht. Ja, Robertson, den gebe ich nicht ab, Mann. Den brauchen wir. Dann müssen wir es so probieren, mit einer Ablösesumme, ja. Wir probieren es mal. 48, es wird wahrscheinlich viel zu wenig sein. Aber erstmal nur das erste Angebot. 62, okay, ich hätte gedacht, die fordern jetzt 70, 80. 62, wenn man sich auf 50 einigt, wäre das optimal, Mann. Son für 50 Millionen wäre, glaube ich, echt ein guter Preis. Und den haben wir halt noch in keiner Karriere. Und das ist auch das Geile. Ich will halt in den Karrieren halt für Abwechslung sorgen. Deswegen wäre Son ganz nice. Ihr wisst es ja, für die Leute, die noch mehr Bock haben auf Karriere, ihr könnt auch gerne mal meinen Zweitkanal auschecken. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Da gibt es täglich um 13 Uhr ein neues Karrieremodus-Video. Ich würde mich freuen. Kommt gerne vorbei. Ich würde mich auf euch freuen, Leute. Einfach mal abchecken. Mit den verschiedensten Vereinen gibt es da die Karrieren. 59 fordern die. Okay. Wir haben gerade 50 geboten. Machen wir 53. 55 wäre Limit, ganz ehrlich. 55 wäre absolutes Limit. Und die würden es annehmen. 53 Millionen. Das ist meiner Meinung nach ein guter Preis für Son. Und ich glaube, das machen wir, Leute. Ich glaube, das werden wir machen. Vorher noch, checkt gerne noch meinen Shop aus. Falls ihr Bock habt auf die Nice-Sachen oder auf die Camouflage-Sachen, gibt es in Blau. Gibt es, wie immer, natürlich auch in Rot, Leute. Und das Ganze natürlich auch noch in Grün und in Grau. In allen vier Farben als T-Shirt, wie ich es hier gerade anhabe. Und auch als Pullover erhältlich. Also gerne abchecken. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und weiterhin, ihr wisst es, ab 30 Euro Bestellwert gibt es die Nice-Taste im Deutschland-Fußball-Design gratis.
zu jeder Bestellung dazu. Also abchecken, ich würde mich freuen, danke dafür für Unterstützung. Nur solange ihr vorhat, reicht diese Taste, deswegen beeilt euch, falls sie weg ist. Ist sie weg, holt euch einfach T-Shirt und Hoodie oder was auch immer, habt ihr einen Bestellwert von 30 Euro und dann kriegt ihr die dazu gratis. Autogrammkarte gibt es natürlich auch noch dazu. Also danke an jeden, der mich am Kauf unterstützt. Und dann würde ich sagen, machen wir den Deal mit Räumen den Song klar. Wir können dann natürlich jetzt nicht mehr Brand holen, weil der wird wahrscheinlich auch nochmal 40 bis 50 kosten. Aber dann nehme ich, glaube ich, lieber erstmal Son und Brand können wir vielleicht dann immer noch in der Winterpause oder so holen. Es sei denn, Nathaniel Klein oder noch irgendein anderer Spieler geht weg. Dann sollten wir natürlich wieder Budget haben. So, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze mal hier mit Heung-Min Son. Hat noch einige von euch in die Kommentare geschrieben, dass wir Son holen sollen. Wie gesagt, der muss natürlich auch spielen, ist klar. Der will auch eigentlich so gut wie jedes Spiel spielen. Jedes Spiel, ihr seht es, der will eine Schlüsselspielerrolle. Die müssen wir dem natürlich auch anbieten, anders geht's nicht. Aber wir müssen natürlich trotzdem gucken, dass wir da irgendwie ein bisschen Rotation reinbekommen. Mit Firmino, Son, dann mal ab und zu Son auf den linken Flügel für Mané und so weiter. Also, der wird schon so gut wie jedes Spiel spielen, ja, das ist klar, ganz ehrlich. Also, 5-Jahres-Vertrag kriegt ihr erstmal, wie gesagt, sobald die Dreifachbelastung da ist, müssen wir eh jedes Spiel durchrotieren, ne, deswegen. Okay, also 5-Jahres-Vertrag. Yep, sieht er auch ein, will er auch haben. Freigabesumme werden wir mal übergehen, ja, schauen wir mal, und das sieht er genauso ein. Okay, 135.000 pro Woche, bieten wir mal 140, Einstiegsbonus von 1 Million, erstes Angebot, schauen wir mal, was der Manager zu dem Angebot sagt. Will ein bisschen mehr, Einstiegsbonus 1,8 und 2,8 nach 20 Einsätzen, Alter. Scheiß die Wand an, ey, das ist schon heftig. Das ist schon heftig, muss ich sagen. Wir gehen mal hier runter auf 1,5 und hier gehen wir mal auf 25 Einsätze und auf 2,5. Vielleicht macht er dann, wenn er 24 Einsätze hat, springen wir den nicht mehr, Leute. Dann kommt er nicht mehr rein. Dann kriegt er seinen Bonus hier nicht. Wir stimmen diesem Gehalt zu. Wir möchten einen Einstiegsbonus von 1,8 und wir denken, dass 2,8. Nee, Kollege. Also wenn dann, nach 25 Spielen, ja, und dann lasse ich dich beim 24. Spiel nicht mehr spielen. Nee, Spaß, aber wenn dann nach 25 Spielen und... Das sehen die auch so ein. Perfekt, das heißt, der Deal mit Heung-Min Son geht über die Bühne. Und damit hätten wir nochmal einen richtig, richtig starken Neuzugang, ey. Das war stark, ey. Gott sei Dank kam mir der hier noch in den Sinn. Dann müssen wir jetzt überlegen, was wir mit Pavard machen, ne? Den Deal können wir eigentlich, wie viel Geld haben wir noch zur Verfügung? Ich glaube, wir haben sogar noch genug, um den Deal, glaube ich, mit Pavard klarzumachen, ne? Ja, 17 Millionen, die wollen 14. Das heißt, wir haben dann noch ein Transferbudget von 77.000, knapp 70.000. Ich glaube, das reicht, oder? Wie viel Gehalt kriegt er denn? Ja, 20.000 Gehalt. Easy. Easy machbar. Werden wir akzeptieren, Leute, weil das wäre ein wichtiger Transfer in Sachen Defensive. Da hätten wir einen guten Backup mit richtig starkem Potenzial. Also von daher bin ich mal gespannt. Der ist ja auch bei der WM dabei, ne? Also der hat echt eine starke Saison gespielt. Wie gesagt, ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt. Ja, Rotationsspielrolle ist in Ordnung. Ich habe es ja in der letzten Folge gesagt. Ich glaube, in der FIFA 19 Karriere wird der Typ auch richtig krasses Potenzial haben, Mann. Da wird er einer der heftigsten, talentierten Potenzialspieler in der Innenverteidigung oder beziehungsweise Außenverteidigung, generell Verteidigung sein. Weil er hat schon echt, der hat stabile Anlagen. So, Freigabesumme werden wir übergehen. Will 35.000 Gehalt, Einschussbonus von 500.000 und 580 nach 15 Einsätzen. Wir gehen mal hier auf 300 runter und hier gehen wir mal auf 20 Einsätze hoch. Und dann schauen wir mal, was der Manager von ihm dazu sagt. 500.000 und 380 nach 10 Einsätzen. Ja, komm, das ist in Ordnung. Was wollen wir jetzt hier so rumgeizen? Das ist in Ordnung. Komm, wir nehmen das Ganze an. Wir haben jetzt eh kein Geld mehr für Transfers. Von daher war das hier eh so gesehen der letzte Deal. Es sei denn, wir verkaufen dann noch den einen oder anderen Spieler. Ich will ja weiterhin immer noch Klavan verkaufen. Ich will noch Martin verkaufen. Klein würde ich eventuell sogar auch verkaufen. Hier ist der Heung-Min Son. Starke Werte. Und kann halt auch Stürmer spielen. Das ist das Geile. So, wo ist der? Hier ist Pavard. Mal schauen, wie schnell ist der. 73, naja, okay, aber ist schon vernünftig, ne? Aber hier steht jetzt nur, dass der Innenverteidiger... Ne, da, Innenverteidiger, Rechtsverteidiger und ZDM. Gut, alles gleich, wollte ich schon sagen. So, zack, dann machen wir das Ganze erstmal so. Ab hier können wir eigentlich noch alles abgeben. Und den will ich auf jeden Fall noch abgeben, Klavan. Wie gesagt, Martin will ich eigentlich auch abgeben. Oxlade Chamberlain würde ich sogar auch abgeben. Obwohl, den werden wir, glaube ich, immer ein Jahr behalten. Den finde ich gar nicht so schlecht. Woodburn würde ich noch ganz gerne verleihen, aber da wird wahrscheinlich kein Angebot reinkommen, ne? Naja, okay, also, dann sind wir soweit erstmal ganz gut aufgestellt. Ah, in Sachen Ersatztorhüter, ne? Shit, da müssen wir jetzt nochmal drauf achten. Ersatztorhüter haben wir immer noch nicht geholt. Strakosha wollten wir noch holen, aber da brauchen wir auch nochmal 15 bis 20 Millionen für. Oh, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ey, weil das könnte, wenn sich Ter Stegen die Saison verletzt, könnten wir da ein ziemliches Problem bekommen, ey. Deswegen wäre es optimal, falls sich noch ein Spieler verkauft, sollten wir das Geld, glaube ich, erstmal nicht irgendwie in Brand oder so investieren, sondern am besten erstmal in den Ersatztorhüter und im besten Fall natürlich dann in Strakosha.
Schauen wir mal. Jawohl, endlich. Angebot für Klavan. Und zwar 7 Millionen. Ja, da will ich jetzt auch nicht mehr großartig verhandeln. Ich sag's euch, das werden wir jetzt annehmen, bevor irgendwie Neapel dann doch das Ganze ablehnt. Ich will den loswerden, der ist 31. Von daher nehmen wir das Ganze an, ey, ganz ehrlich. Das müssen wir annehmen. Die 7 Millionen nehmen wir mit. Da geht kein Weg dran vorbei. So, nächste Partie steht an. Zweites Spiel gegen Crystal Palace. Also auch wieder kein absolut starker Gegner. Aber auch nicht zu unterschätzen. 0-0 gegen Huddersfield. Im ersten Saisonspiel gespielt, also gut drauf sind die auch nicht. Da müsste, glaube ich, spielt der in der... Nee, der spielt nicht mehr. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist er hier gar nicht. Und zwar der gute Timothy Fosu-Mensah. Aber der ist... Eigentlich ist er doch hier bei Crystal Palace. Naja, egal, was soll's. Mané mit dem 1-0. Zaha gleich das Ganze aus. Roberto Firmino, zweites Saisontor. Kurz vor der Halbzeit zur erneuten Führung 2-1. Caballé kommt für Milojovic. Klein kommt für Tah. Son kommt für Keita. Erstes Spiel. Und Roberto Firmino, Doppelpack. 3 Tore also nach 2 Spielen. Der Typ ist on fire und... Gerade kommt mir der Einfall noch mit Zaha. Der hat hier gerade das Tor gegen uns geschossen. Zaha werden wir auch mal, den werden wir jetzt natürlich nicht holen, weil wir auch kein Budget mehr haben. Aber den werden wir mal im Auge behalten, weil ich glaube, der ist auch noch relativ jung. Und der hat auch noch, glaube ich, gutes Potenzial. Von daher werden wir Zaha, glaube ich, auch mal im Auge behalten. Könnte man vielleicht auch nochmal irgendwann als Backup holen. Jetzt natürlich erstmal nicht mehr. Wir haben Son noch geholt und so weiter. Also von daher, hier ist der Wiff. Er ist 24. Ah, okay. Werden wir mal beobachten. Boah, 28 Millionen Marktwert. Okay, so günstig ist es jetzt auch nicht, ne? Aber wir werden ihn weiter mal beobachten. Also, wie gesagt, das war jetzt... Da war gut, dass wir jetzt mal hier gegen Crystal Palace gespielt haben. Den werden wir jetzt weiter im Auge behalten. So, es steht das erste Spiel im Carabao Cup an. Zweite Runde gegen Exeter City. Und die sind, glaube ich, wie gesagt, entweder dritte oder vierte englische Liga. Ich weiß selber nicht ganz genau. Keita geht mal wieder ein Stück hoch. Läuft doch nicht ganz so gut mit Keita im Training. Können wir vielleicht auch mal überlegen, ihn rauszupacken. Aber irgendwie läuft es ja nicht. Hier, gegen Exeter City. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, welche Liga die genau sind, aber auf jeden Fall unterklassig. Ja, auf jeden Fall nicht in der ersten und auch nicht in der zweiten Liga. Also entweder dritte oder vierte englische Liga, aber ihr wisst es, in England sind ja alles noch bis vierte Liga, ich glaube sogar bis fünfte Liga, sind ja alles Profiligen. Transferangebot für Nathaniel Klein und das nächste Angebot für Roberto Firmino über 70 Millionen. Bislang das beste Angebot. Aber der Typ hat jetzt nochmal seinen Marktwert extrem gesteigert. Ist nochmal hochgegangen, hat eine mega gute Anfangszeit hier der Saison gespielt. Ja, okay, jetzt müssen wir mal schauen. Also 20 Millionen bieten die. Atletico hätte halt 33 gezahlt, ne? Ach, Mann, ey. Hätte Atletico, warum hätte er sich nicht einigen können mit Atletico? Ey, Mann, ey, das wäre so schön gewesen. Das wäre so schön. Wir gehen mal auf, wir gehen mal auf 32. Dann können wir uns vielleicht auf 30 einigen. Dann wäre ich sogar bereit, den abzugeben. 30 Millionen, gehen sogar direkt auf 28. Ja, da hätten wir sogar höher einsteigen können. Pass mal auf, dann gehen wir jetzt noch mal ein bisschen höher hier. Dann gehen wir mal einfach auf... gehen wir mal auf 33. Weil wenn wir jetzt 34 geben, dann denken die sich auch, willst du mich verarschen? Können wir die Freigabe so ziehen? Deswegen gehen wir mal auf 33 glatt. 30 würden die bieten. Dann gehen wir mal auf 32. Okay, 32,3. Vielleicht sonst 31,3. Come on. Nein! Scheiße! Ich hätte es nicht machen sollen. Nein! Warum bin ich 30 akzeptiert? Nein! Zu groß, zu hoch gepokert, ey. Jetzt kriegen wir Klein natürlich nicht mehr weg, ey. Scheiße. Okay, vielleicht kommt noch ein Angebot rein. Och, Mann, warum haben wir die 30 nicht angenommen, Leute? Naja, das war's erstmal von der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like, lasst ein Abo, oder wir schauen in der nächsten Folge mal, wie es weitergeht mit Klein. Und ob der noch bei uns bleiben wird oder nicht, werden wir dann sehen, Leute. Checkt jetzt auch gerne meinen Shop aus für die Camouflage-Sachen, für die Nice-Sachen. Ihr wisst es, in Blau, in Rot, in Grün und natürlich auch in Grau, in allen vier Farben, Leute, als T-Shirts und natürlich auch als Pullover endlich. Also gerne abchecken. Ihr wisst es, Link ist wie immer direkt oben. Als erstes in der Videobeschreibung könnt ihr gerne abchecken. Danke an jeden, der mich dann beim Kauf unterstützt. Und weiterhin zu jeder Bestellung ab dem Bestellwert von 30 Euro gibt es die Nice-Taste im Deutschland-Design gratis dazu. Also abchecken lohnt sich. Link ist in der Beschreibung limitiert, nur so lange vorher reicht. Deswegen beeilt euch, ich weiß nicht, wie lange es die noch geben wird. Und gratis Autogrammkarte gibt es natürlich auch wie immer dazu. Also abchecken, danke an jeden, der mich beim Kauf unterstützt. Macht's gut, Leute, bis morgen, haut rein und ciao!